Ich habe jetzt noch den Alba Freude hier. Alba Freude ist Referent für Rechts, Datenschutz und Informationsfreiheit. Der spricht jetzt noch mit euch und danach laufen wir dann los. Habt Spaß! Moin! Ihr seid super! Das ist wahnsinnig voll hier. Ich habe gerade gehört, Schätzungen sagen 10.000 Leute. Und wenn es nur die Hälfte wäre, ihr seid super. Alles toll. Ja, es sieht bombastisch aus von hier oben. Man weiß gar nicht, wo die Demo aufhört. Gut, also ich bin Alba Freude und seit über 20 Jahren mache ich Netzpolitik. Und wisst ihr, was immer gleich ist? Für die konservativen Politiker ist das Internet Neuland. Und das schon seit über 20 Jahren. Immer die gleiche Leier, immer das Gleiche und wir müssen immer wieder von vorne anfangen und ihnen erklären, wie das Internet funktioniert und welche Grundrechte sie einschränken, wenn sie irgendwas machen, was sie sich mal wieder so ausgedacht haben. Ja, diese komischen Internet-Nerds, also wir sind für die, tja, irgendwie komisch. Und dauernd versuchen die meist konservativen Politiker, das Internet kaputt zu machen. Meist wahrscheinlich nicht mit Absicht, sondern weil es für sie eben Neuland ist. Und dann geben sie damit auch noch an. Jetzt könnte man sagen, für konservative Politiker, also bei uns in Deutschland meist CDU, CSU, in Bayern natürlich, für die ist das, was die Jugend macht, sowieso immer komisch. Die Jugend fanden sie schon immer seltsam. Oder sie dachten, die Jugend sind irgendwelche Bots. Seid ihr Bots? Wir sind keine Bots, genau. Keiner von uns ist ein Bot. Oder ist irgendwo Data? Ich sehe ihn nicht. Ja, aber so wie Data, so stellen sich die Herrschaften künstliche Intelligenz vor. Sie denken, das sei intelligent. Dabei sind es nur dumme Algorithmen, die mit ein bisschen Statistik arbeiten. Da ist nichts intelligent. Manchmal hat man den Eindruck, genauso wenig wie bei den Politikern, die glauben, dass künstliche Intelligenz auch wirklich intelligent sei. Aber das alles kann auch das nicht erklären. Man muss auch sagen, die meisten konservativen Politiker sind internetfeindlich und die sind fortschrittsfeindlich. Sie lassen sich von irgendwelchen Lobbyisten einreden, wie schlimm das alles ist und was denn alles damit kaputt gehen würde. Weil sie kennen es ja selber nicht, für sie ist es Neuland. Ich habe schon viele Diskussionen mit Lobbyisten der Urheberrechtsindustrie geführt. Da wird schnell klar, zur Durchsetzung ihrer Interessen scheißen die auf unsere Grundrechte, auf die Grundrechte der anderen. Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit, Datenschutz, das ist ihnen alles weitgehend egal. Aber selbst die Rechte der Urheber treten sie mit Füßen. Der Artikel 12, jetzt wird es der 16, der neuen Urheberrechtsrichtlinie sieht vor, dass die Ausschüttungen der VG Wort auch den Verlagen zustehen. Nach einem höchstrichterlichen Urteil steht das nur den Urhebern zu. Aber jetzt soll es den Verlagen zustehen. Wie passt das denn zusammen, dass angeblich
diese Urheberrechtsrichtlinie für die Urheber Verbesserungen schaffen soll. Die Verlage sollen einen Anteil von dem kriegen, was nur den Urhebern zusteht. Und Urheber, sind wir nicht alle Urheber? Wie viele hundert Plakate sehe ich hier? Jeder von euch ist ein Urheber. Jeder von euch, der einen YouTube-Kanal hat und dort eigene Inhalte hochlädt, ist Urheber. Und was bringt euch die neue Richtlinie? Nichts offensichtlich. Ja, Artikel 13. Das, was mit Artikel 13, oder es wird jetzt der Artikel 17 kommen wird, das erlebe ich seit Jahren. Seit über 10 Jahren habe ich YouTube-Kanäle und dort passiert dauernd immer das Gleiche. Ich mache viele Videos von Demos, so wie hier. Und wenn dort irgendwo im Hintergrund mal eine Musik läuft, die man ganz schlecht erkennen kann oder auch mal nicht ganz so schlecht, aber die verrauscht ist und nicht dazu geeignet, dass man das zur Musik hören nutzt, dann schlägt der Google-Filter zu. Und der Google-Filter sorgt dafür, dass mein Video gesperrt wird. Diesen Fall habe ich bestimmt schon 50 bis 100 Mal gehabt, in verschiedensten Varianten. Und kein einziges Mal ist der Anspruch der vermeintlichen Urheber bestehen geblieben. Ich habe es immer geschafft, den wegzukriegen, aber es ist wahnsinnig viel Mühe, das wegzukriegen. Und nur wenn man sich einigermaßen gut mit dem Urheberrecht auskennt, schafft man das dann auch. Meine Tochter hatte mit 8 Jahren ein Video gemacht. In diesem Video war ein Hintergrundbild drin, sondern so eine Animation von Final Cut, vom Schnittprogramm. Die kann jeder frei nutzen. Das ist einfach nur ein weich gezeichnetes Matschbild im Hintergrund. Und da hat irgendjemand Anspruch drauf erhoben, weil das sein Werk sei. Wie hätte meine Tochter, wenn ich ihr nicht helfen hätte können, es geschafft, diesen Anspruch abzuwehren? Überhaupt nicht. Das wird mit Artikel 13 noch viel, viel schlimmer. Jetzt habe ich viel über Politiker geschimpft. Ja, man kann und sollte auch über Politiker schimpfen, aber bitte tut mir einen Gefallen, schimpft nicht über die Politiker. Es gibt viele Arten von Politikern, es gibt viele Parteien und die meisten Parteien haben 10.000 oder 100.000 Mitglieder. Resigniert nicht, kämpft für eure Interessen. Sorgt dafür, dass das Internet immer weniger Neuland wird. Sorgt dafür, dass es eure Eltern verstehen, eure Großeltern, eure Nachbarn und eure Politiker. Sorgt dafür, dass auch Rainer Wieland, der CDU-Abgeordnete im Europaparlament für Stuttgart, das Internet versteht. Helft ihm! Er muss am Dienstag dafür abstimmen. Und wahrscheinlich wird er dafür stimmen, denn er hat ja auch schon vor Jahren für Lobbyismus und nicht gegen Lobbyismus gekämpft, wie man im Spiegel nachlesen kann. Na gut. Aber wie gesagt, es gibt nicht die Politiker, sondern jeder Politiker hat eine andere Meinung, so wie ihr alle auch jeder eine andere Meinung habt, wenn es um andere Themen geht, außer für das, was ihr heute hier seid. Mai ist Europawahl. Geht hin, wenn ihr da schon wählen dürft. Alle, die ab 18 sind, dürfen wählen. Geht hin zur Europawahl. Es gibt viele Parteien, die ihr wählen könnt. Redet mit euren Eltern, mit euren Verwandten, mit euren Nachbarn und klärt sie auf. Danke. Ein kleiner Hinweis noch. Ich bin mit Kamera hier und ich werde versuchen, mit dem einen oder anderen von euch nachher ein kleines Interview zu machen. Wer mich sieht, kann mich gerne ansprechen, wer vor die Kamera gehen möchte und mir sagen möchte, warum er hier ist. Das landet dann auf YouTube und dann könnt ihr das alle anschauen. Danke. Was seid ihr?
Dafür, dass ihr keine Bots seid, seid ihr ganz schön leise.